Aber wir sind hier in Hückelhofen. Wir haben gerade unsere erste Show mit dem Album gespielt. Ja, ich muss sagen, echt geil. Die Leute haben gefeiert. Wir haben die ersten CDs verkauft. Also war echt heute echt eine runde Sache. Ja, uns ist allen halt so ein bisschen der Stein vom Herzen quasi gefallen, dass jetzt nach langer Arbeit und viel Schweißblut und Tränen und Labelsuche das Album jetzt endlich veröffentlicht ist und wie man sieht hier käuflich zu erwerben ist. Und ja, und ich hoffe, das war eine von ganz vielen Shows, die wir im Rahmen der Promo für Versus Live spielen werden. War ein super Gig, also echt spitze, wie man das sieht auch hier, eine riesen Bühne mit einer super Technik, wir haben einen schönen Sound gehabt, super zufrieden, hierhin war ein bisschen anstrengend, morgen ist Halloween, oder heute? Heute ist Halloween? Keine Ahnung, auf jeden Fall war sehr viel los auf der Autobahn und war natürlich sehr anstrengend, wir kamen alle von der Arbeit, aber naja, Rock'n'Roll halt, wir haben das, denke ich, ganz gut gemeistert, die Leute fanden es gut, wir fanden es auch toll. Tja, so kann es weitergehen. Also die nächsten Shows, ich hoffe, wir knüpfen daran an und weiter so, würde ich sagen, für uns. Er muss doch fahren. Okay, das war die erste Show, nachdem das Album draußen ist. Es war geil, es hat total Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs. Die haben sich kaum verspielt. Ich habe mich diesmal auch kaum verspielt. Wir sind gut angekommen und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, es kommen noch viele geile Shows. Die Mischung, die es für uns interessant macht, ist, da ist ein guter Schuss Aggressivität drin und trotzdem noch eine Melodie. Das ist eigentlich ganz gut, wenn eine unbekannte Band eher noch ein Tick härter ist. Und nicht gleich so weichgespült. Das ist so eine Entwicklung, die eigentlich im Laufe der Jahre passiert erst. Also Ecken und Kanten sind ganz wichtig, aber eine Melodie auch. Und das haben sie eigentlich beides. Die Produktion klingt sehr professionell. Da kann man eigentlich sagen, da stimmt das ganze Paket.